Moin Traderinnen und Trader und Zeit zum Blick in die Märkte. Das Ganze wie immer um 8.30 Uhr, heute einen kleinen Moment später. Es gab eine kleine technische Herausforderung mit den Nachrichten zu lösen. Das ist aber jetzt vom Tisch von der Seite her heute der Blick in, wie immer, drei Paarungen. Wir sehen es im Hintergrund schon, die australische Flagge. Das heißt, wir kümmern uns heute wieder einmal um Euro-Austral-Dollar. Wir schauen auf Kan-Dollar, japanisches Yen und britisches Pfund, kanadischer Dollar. Alles drei Sachen mit schönen, interessanten Chartformationen, wo sich durchaus gutes Bewegungsmomentum entwickeln kann. Die Chancen haben wir also wieder mal alle auf unserer Seite. Bevor wir ins Webinar reingehen, ganz klar, der Risikohinweis, Sie wissen es in Gänze, ist das Ganze zur Kenntnis zu nehmen und der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Und ja, an dieser Stelle auch danke für die lieben guten Morgengrüße und verbunden natürlich mit der Einladung. Wer Fragen hat, bitte rein in die Chats auf Facebook oder auf GoToWebinar und dann kümmere ich mich gerne auch um den ein oder anderen Wunschmarkt. Zuvor noch der Hinweis für heute Nachmittag, wieder live, das dritte Webinar in der Reihe strategisches Handeln mit dem Stereo Trader. Hier spricht der Frank Eschmann wieder über seine Handelsstrategie, die er regelmäßig in den Märkten anwendet, um Geld aus den Kursverläufen zu ziehen. Das Ganze, wie schon gesagt, live hier übertrage ich persönlich auf Facebook, schiebe ich mit rein auf Tickmill Deutsch. Das Ganze um 15 Uhr im Livestream. Alle anderen, die das Ganze nicht direkt auf Facebook traden können, bitte direkt auch anmelden zum Webinar. Auch da, wie gestern, noch einmal der kleine Hinweis, wie das Ganze funktioniert. Gestern habe ich ja hier leider den Link nicht direkt reinbekommen. Ich weiß jetzt auch, an was es lag. Ich habe auf die Seminare geklickt, anstatt auf die Webinare. Das heißt hier, wer die Website von Tickmill besucht und sich auch hier über die sehr, sehr guten Konditionen informieren möchte, der sollte das auf alle Fälle mal tun und dabei dann gleich mal ins Webinarfeld reinklicken. Da sieht man auch die täglich neuen Handelsideen. Das heißt, diejenigen, die die Videos immer schön im Nachgang schauen, wer mal live dabei sein möchte, Facebook, Tickmill Deutsch liken oder aber hier auf die Website von Tickmill gehen und einfach mal das Webinar mit anklicken. Ja, und da sehen wir auch heute, 29. Januar, hier 15 Uhr, strategisches Handeln mit dem Stereo Trader. Wenn man da draufklickt, kommt man direkt zur Anmeldung und den Link, den poste ich jetzt auch direkt mal rein in die Felder hier auf Facebook und auch auf GoToWebinar, damit diejenigen, die sich noch kurzfristig anmelden wollen, einfach hier den Link noch mit da haben. So, das ist jetzt durch, das haben wir da und damit können wir uns weiter bewegen in dem, was heute wichtig ist, nämlich die Nachrichtenseite. Da sehen wir am Vormittag nicht wirklich viel, ja, das heißt hier an dieser Stelle, da ist nichts wirklich der Verbrauchervertrauensindex in Japan, der ist leicht zurückgegangen. Diese Nachricht haben wir heute Morgen bekommen. Wir sehen hier an dieser Stelle, 16 Uhr bekommen wir die schwebenden Hausverkäufe für den Monat. Da das Ganze wie immer auch wichtig für beispielsweise Wirtschaftsreports wie das BIS-Book. Und um 20 Uhr haben wir dann die FED-Zinssetzung und die FOMC-Pressekonferenz. Hier fehlt jetzt allerdings noch das Thema Öl. Im Normalfall 16.30 Uhr zum Mittwoch gibt es immer den Rohöl-Lagerbestand. Den sollten wir hier heute definitiv mit auf der Uhr auch haben. Das zu der kleinen, ja, zu dem kleinen Einblick in die Tagesnachrichten und damit gehen wir hier direkt hier in die Charts mit rein. Ich sehe auch schon zwei Fragen, die ich bekommen habe und zwar britisches Pfund, Australdollar und britisches Pfund, US-Dollar und Euro, japanisches Yen. Schauen wir mal, wie wir es schaffen. Ich versuche es direkt mit einzubauen. Wir starten allerdings gleich mal durch hier mit dem Währungspaar britisches Pfund, kanadisches Dollar. Den wie immer erstmal kurz mit dem Blick in den Tag und wir sehen es schon hier, es läuft ein bisschen Korrektur. Das sehen wir schön in der Stunde, aber der Tageschart ist wichtig. Warum ist der Tageschart wichtig?
Hier sehen wir ein paar Sachen, wo wir einschätzen können, was aus der Bewegung, die wir jetzt haben, rauskommen kann. Nämlich folgendes. Wir sehen es hier an dieser Stelle. Dieser alte große grüne Aufwärtstrend, der wurde natürlich gebrochen. Das sehen wir hier. Wir sind unter das Low bei 1,70231 runtergelaufen. Hier auch mit einem untergeordneten Abwärtstrend. Das Ganze, der Bruch dieses Aufwärtstrends fand sein Tief um die Marke von 1,69186. So, jetzt sind wir hier hochgelaufen. Wir sehen es auch hier an dieser Stelle. Wichtige Marker wurden rausgenommen. Hier das kleine Zwischentief um die Marke von 1,71, knapp 2. Das war ja das letzte Trendtief, was wir hier hatten, ist mittlerweile rausgenommen worden durch diesen laufenden Aufwärtstrend. Und damit dann an dieser Stelle hier bei der Marke von 1,72225 ebenfalls das nächste Hoch aus diesem Abwärtstrend rausgenommen. Und wir sehen jetzt hier also eine gute Gegenbewegung auch innerhalb eines Trends. Was wir allerdings auch sehen, ist, dass dieser alte Aufwärtstrend kaputt gegangen ist. Also der ist gebrochen worden, dieser große hier. Und jetzt trendet das Ganze so klein nach oben. Das heißt, hier fließen jetzt wieder klassisch zwei Zeitrahmen ineinander, wo wir sozusagen an dieser Stelle den Markt so ein bisschen versuchen können zu timen. Das heißt, es kommt immer so ein bisschen drauf an, was das Ganze hier spielt. Wenn wir tatsächlich hier aus diesem Trend, den wir hier jetzt laufen haben, den sieht man sehr, sehr schön in der Stunde, eine Umkehr bekommen, dann haben wir Chancen hier über dieses Hoch, die 1,73089 drüber zu laufen. Dann haben wir die Fortführung dieses Aufwärtstrends und dann haben wir schön den richtungsführenden Aufwärtstrend wieder in Richtung dieses alten Hochs. Das wäre das Long-Szenario. Die andere Seite sieht allerdings so aus, dass wir hier aktuell mit diesem kleinen Aufwärtstrend nur die Gegenbewegung zu dem nach oben sehen. Ja, das heißt, wir sehen jetzt erstmal hier den Fortlauf des Abwärtstrends zur Stunde weiter in Richtung dieses Zwischentiefs bei 1,69186. Das wäre dann sozusagen das Szenario auf fallende Kurse. Und wenn wir dann quasi hier unten drunter fallen, dann haben wir halt den validen Abwärtstrend, der dann weiter nach unten führen kann. Also aktuell eine sehr, sehr interessante Stelle, ein sehr, sehr interessanter Kursbereich. Und inwiefern es hier weitergeht und auch planbar nach unten weitergehen kann, das sehen wir sehr, sehr schön im Trendverlauf der Stunde, wenn wir uns das Ganze mal anschauen, ne? Was wir hier quasi jetzt an dieser Stelle haben, hier ist ein Supportbereich um diese Marke hier unten. Da sind wir ja auch das erste Mal schon abgeprallt. Das heißt, dieser Bereich hatte halt eine hohe Validität auf Tagesbasis. Hier ist nämlich der Aufwärtstrend nach oben entstanden, das größere hier, was wir hier schön eingezeichnet sehen. Und das hat der Markt jetzt schon einmal getestet, ne? Und jetzt sehen wir hier an dieser Stelle den Markt nach unten schwingen, ne? Das heißt, wir haben hier schön einen Abwärtstrend. Trend, wo wir hier, wer diese Trendverläufe auch sieht, hier ist mal eingeblendet, auch der kleine Trend aus dem MTON-Live-Signal. Hier schwingt der Markt nach unten. Das sehen wir sehr, sehr schön. Und da sehen wir halt auch, dass wir momentan nach oben hin viel, viel Platz haben, ohne diesen Abwärtstrend kaputt zu machen. Das heißt, wenn wir hier jetzt die Entscheidung sehen, wir laufen hier unter dieses Tief weiter runter, heißt das, der ganze Trend, der kleine hier, der sich jetzt nach unten abformt, der bildet sich weiter aus. Hier unten diese Marke um die 1,71 in etwa hält nicht stand. Wir brechen drunter und der nächste Anlaufpunkt, den wir hier mal haben, hier drüben haben wir so einen kleinen Schwungbereich um die Marke von 1,7045. Das wäre dann der nächste Ausbruchs- oder Anlaufpunkt für den Trend, wenn er sich weiter nach unten auch mit ausdehnt. Das heißt, da geht die Reise dann auch tiefer in die alte abwärtsbrechende oder aufwärtstrendbrechende Bewegung rein. Und wie schon gesagt, dann haben wir hier unten schon relativ fix den Bereich auch da um die 1,694, was dieser Unterstützungsbereich um das alte Tief ist. Also wir sehen, es ist sehr, sehr spannend. Der Abwärtstrend hat weiter Potenzial zur Unterseite hin, sich auszudehnen. Und wenn es dann allerdings nach oben gehen sollte, das heißt, wir hier definitiv eine Aufwärtstrendbildung sehen, dann läuft die Stunde wieder in Richtung hier dieser übergeordneten Aufwärtstrendrichtung. Und das wäre dann das Signal, wieder oben reinzulaufen, hier in den alten Bereich, wo hier der Bruch kam, den ich hier eingemagert habe. Das ist also das Level, was wir hier haben, um das alte Zwischenhoch aus dem Abwärtstrend hier, den wir gesehen haben auf Tagesbasis. Das wäre dann mal der erste Anlaufbereich. Und wenn der Markt weiter stark bleibt, dann geht es weiter hoch hier. Und wir sehen es, da haben wir zwei Swing Highs liegen aus der Abwärtsbewegung um die Marke von 1,72750, bevor wir dann schon wieder am alten Hoch bei 1,73089
1,85 ankommen. Die Marker sehen wir hier sehr, sehr schön ersichtlich im Stundenchart des britischen Pfund kanadischen Dollar. So, wo wir gerade bei Kan-Dollar sind, würde ich sagen, bleiben wir auch bei Kan-Dollar und gehen auf kanadischen Dollar, japanisches Yen. Das Ganze schauen wir uns gleich im Detail in der Stunde an. Zuvor allerdings der Blick in die Tagesbewegungen. Heißt hier der Zoom oben rein, wir sehen es. Der Markt ist schön nach oben getrendet hier, schöner Aufwärtstrend, schön am Laufen, alles in hervorragender Manier. Stopp dieses Aufwärtstrends war in einem wichtigen Widerstandsbereich. Wir sehen es historisch gesehen, ist die Marke um die 84,55 ein wichtiger Bereich gewesen. Hier drüben war es erstmal ein bisschen Unterstützung, jetzt ist es Widerstand geworden und wir sind erneut am Widerstand abgeprallt und haben einen deutlichen Abverkauf nach unten gesehen. Zum Stehen gekommen ist das Ganze auch hier an einem interessanten Level, nämlich an dem Level, als sich der Aufwärtstrend hier an dieser Stelle, also hier, den habe ich jetzt mal eingeklinkt, hier hat er sich ja fortgesetzt hier unten, ne? Hier war der korrektive Abwärtstrend, hier sind wir dann drüber gelaufen und dann hat sich der Aufwärtstrend gebildet, den wir jetzt nach oben geschoben haben. Also das heißt, das, was wir hier mit Blick in die Nähe sehen, das ist der Aufwärtstrend, der hier am Laufen ist. Hier wurde das Ganze schon mal ein bisschen unsicher und jetzt sind wir hier in die Situation gelaufen. Eine starke, scharfe Abwärtskorrektur. Hat auch dieses letzte Bremslevel, dieses letzte Unterstützungslevel hier, das kleine, rausgenommen. Aus diesem Bewegungstrend heißt, der Bewegungstrend ist erstmal gebrochen und wir sehen es, wir sind hier tief in die Korrektur reingegangen. Gestern dann am Support-Level hier in diesem Schwungbereich um die 82,450 kam dann neue Nachfrage rein. Wir haben also ein Umkehrsignal bekommen. In der Stunde hat sich sozusagen ein deutlicher Aufwärtsschub ergeben. Und jetzt wird es Zeit, mal in die Stunde reinzuschauen, weil wir sehen hier, jetzt nehme ich mal den Higher Time Frame raus, was wir hier sehr, sehr schön sehen, ist entsprechend der Markt, wie er sich nach oben geschoben hat. Ne? Hier auch sieht man schön, die 5 Minuten im Trendverlauf, jetzt gibt es erstmal die Gegenbewegung, das ist eine ganz natürliche Geschichte, deswegen nehme ich den Trend jetzt mal raus, ich möchte hier niemanden verwirren. Das heißt, das, was für uns jetzt an dieser Stelle wichtig ist, ist folgendes, das hier unten war sozusagen, naja, jetzt ist das grün, das will ich nicht haben, ich mache das mal kurz in rot, das war sozusagen, oder das, was ich jetzt hier mal einskizziere, ist entsprechend der Trend nach unten hin gewesen, so, also hier unten rein, dann ging es nochmal ein Stück weit nach oben, diese Level sind entsprechend da und dann ging es hier runter. Also das Ganze war da ein bisschen auch etwas unsauber gewesen, aber wir sehen es halt, hier sind wir unten reingelaufen und das Level, was wir jetzt hier in diesem Bereich hier sehen, dieses beziehungsweise dieses Level dort, Moment, kurzen Augenblick, diese zwei Level, das sind wichtige Trendlevel aus diesem Abwärtstrend gewesen. Das heißt, wir können jetzt davon ausgehen, dass das letzte Korrekturhoch dieses Abwärtstrends rausgenommen wurde und wir jetzt die erste Bewegung nach oben gesehen haben. Das heißt, das hier war mal der erste Schub oben drüber, der hat sozusagen diese Hochs rausgenommen, diese Korrekturhochs und uns jetzt gezeigt, okay, mit diesem Schub hier nach oben ist erst einmal mit dieser Abwärtsbewegung etwas nicht mehr ganz so in Ordnung. So, und die Chance, die wir jetzt auf der Long-Seite haben, ist, dass wir wieder hochdrehen. Das heißt, dass ich jetzt in irgendeiner Art und Weise vor diesem Tief hier unten eine Umkehr bildet und diese Umkehr uns dann zur Oberseite hier in den Markt reinbringt. Und wenn wir dann tatsächlich hier oben drüber laufen, über dieses Zwischenhoch hier von gestern, dann ist es soweit, dann können wir tatsächlich sagen, jetzt haben wir in der Stunde einen Aufwärtstrend und das ist dann die Bestätigung der Umkehrkerze, die wir gestern hier im Tageschart bekommen haben. Und dann können wir uns zur Oberseite hin orientieren und die Orientierungspunkte, der erste Markerbereich wäre mal hier, dieses Ausbruchslevel, wo auch dieses deutliche Gap gerissen wurde, um die 83,07. Und darüber hinaus können wir uns dann nach oben hin orientieren. Nächster Korrekturhochbereich hier im historischen Chartverlauf der Stunde wäre dann die 83,55. Das ist die Oberseite hier in diesem Chart. Kommt es allerdings nicht dazu, weil wir auch hier einen starken Schub sehen, den wir auf Tagesbasis noch nicht Trenden sehen haben, sondern der Markt bricht weiter unten weg, wie wir die Abwärtstendenz in der Stunde jetzt sehen, ohne Bildung eines Aufwärtstrends, dann können wir uns wieder auf der Unterseite orientieren. Kurse unter 82,774, wie schon gesagt, brechen den Aufwärtstrend der Stunde und dann geht es flott wieder nach unten hier in Richtung dieses Support-Levels. Und wenn wir dann hier unter die 82,360 fallen, dann haben wir hier einen Trend nach unten, der dann das Potenzial hat, erst einmal hier in diesen Schwungbereich unten reinzulaufen, um die Marke von 81,60 hier im
Tageschart des kanadischen Dollar, japanischen Yen. So, das wäre es erst einmal kurzfristig mit dem kanadischen Markt. Wir gehen jetzt noch mal kurz in den australischen Markt, wie wir das vorhin im Hintergrund auch schon sehen konnten. Und da sehen wir entsprechend auch, dass wir im Tageschart wieder an einem sehr, sehr interessanten Bereich angekommen sind. Das heißt, an dieser Stelle hier, Moment, Euro, Australdollar, da ist er, in eine Abprallbewegung reingegangen sind. Und das ist natürlich dann wieder sehr, sehr interessant zu sehen, was hier passiert. Wir sehen es in der Vergangenheit, ja. Was haben wir hier gehabt? Wenn ich den Chart mal etwas kleiner einzoome, dann sehen wir es hier. Wir haben diese Marke hier um die 1,631. Das ist ein historischer Schwungbereich gewesen. Da ist der Markt immer mal drüber, aber immer wieder nach unten abgeprallt. Das hat dann sozusagen dazu geführt, dass wir hier an dieser Stelle einen Markt haben, der eine Range ausgebildet hat, so ganz grob über den Daumen zwischen 1,631 auf der Oberseite und 1,5975 auf der Unterseite. So, und jetzt ist es hier halt sehr, sehr wichtig zu sehen, was passiert, weil wir an dieser Stelle jetzt zwei Situationen haben, die durchaus interessant sein können. Und zwar, auch das skizziere ich jetzt hier mal. Schaut mal, wir haben jetzt hier innerhalb der Range gestern den Schub oben drüber bekommen. Wir haben jetzt hier definitiv auch einen Aufwärtstrend. Und das heißt halt, dieser Aufwärtstrend kann sich ja durchaus nach oben fortsetzen. Das heißt, wenn wir jetzt hier aus dieser kurzfristigen Korrektur oben drüber laufen, über dieses kleine Spike-High von gestern bei 1,63560, dann haben wir die Chance, tatsächlich diesmal einen validen Ausbruch zu bekommen und als nächstes hier in die 1,64325 oben reinzulaufen. Das ist die Chance, die wir definitiv auf der Oberseite haben. Setzt sich allerdings dieser kleine Abwärtstrend, den wir jetzt in der Stunde schon sehen, nach unten fort, dann sollten wir mal schauen, als Anlaufpunkte geht es dann tiefer in die Korrektur dieses Aufwärtstrends hier und da wäre es mal sehr, sehr interessant zu sehen, wie der Markt sich hier unten verhält am Tagestief von vorgestern, die 1,61700, beziehungsweise dann haben wir hier unten ja um den Bereich des aktuellen Trendtiefs, das ist die Marke von 1,61007, haben wir schon den nächsten, sage ich mal, Supportbereich. Also da wird es dann, spätestens dort wird es interessant mit der Frage, hat denn dieser Aufwärtstrend Bestand? Laufen wir wieder nach oben? Ist die Chance offen? Oder geht es dann doch noch eher etwas weiter runter? Interessant ist dieser Bereich auch aus dem Grund, weil wir hier natürlich schon wieder mittendrin im Median dieser Schwankungsbreite hier in dieser Range sind und deswegen dort auch ein guter Bereich ist. Also der Einstieg hier oben, wenn der Abwärtstrend sich weiter fortsetzt, könnte sich mit Blick auf eine korrektive Phase in Richtung Median lohnen. Ansonsten wird dieser Abwärtstrend keinen Bestand haben und wir laufen oben durch, dann an dieser Stelle natürlich, das wäre dann das bullische Zeichen, dann wäre das eine Bestätigung, dass der Markt über dieses Widerstandslevel raus will und wir könnten uns dann zur Oberseite hin orientieren, wie schon gesagt, erster Anlaufpunkt 1,64325, Potenzial nach oben haben wir dann auch noch deutliches, nur ich denke, da ist es ein bisschen früh, jetzt schon darüber zu sprechen, aber auf die Planung kann man das Ganze schon mitsetzen. Und jetzt hier mal kurz noch das, was wir in der Stunde sehen. Hier sehen wir es, den Auflauf hier aus diesem Bewegungstrend nach oben. Der ist hier gebrochen worden, als wir unter dieses Zwischentief drunter gelaufen sind. Ja, und hier sehen wir momentan laufend den Abwärtstrend. Und solange dieser Abwärtstrend noch intakt ist, das heißt, solange wie er nicht hier oben drüber läuft, über die Marke von knapp 1,63,17, ist dieser Abwärtstrend intakt. Und dann haben wir alle Chancen offen, sozusagen hier weiter runter zu laufen, wie schon gesagt, in Richtung dieses Tagestiefs bzw. unten des Supports, den wir hier an dieser Stelle haben. Also das sozusagen jetzt mal der Blick in den laufenden Abwärtstrend der Stunde im Euro-Australdollar. Das zu den drei Handelsideen. Und dann noch gucke ich mal auf die Charts. Britisches Pfund Australdollar gucken wir uns an. Britisches Pfund US-Dollar und Euro-japanischer Yen. So, da gucken wir mal durch. Ich fange mal an. Wir gehen mal rüber zu den Briten. Britisches Pfund Australdollar starten wir mal durch hier. Das Ganze hier an dieser Stelle im Abwärtstrend befindlich in der Stunde. Das sehen wir auch hier. Da gucken wir kurz mal noch in den Tag mit rein. Wir sehen es ja auch hier, der Tag schön aufwärts gerichtet. Ne? Der hat das alte Level hier schön rausgenommen. Schön aufwärts gerichteter Marktbereich. Hier trendet der Markt auch schön nach oben. Absolut hervorragend. Was wir jetzt sehen, ist einfach nur die Korrektur des Ganzen. Wo wäre ein gutes Anlauflevel in die Korrektur hinein? Das sehe ich mir hier an dieser Stelle. Dieser Marke, dieses alte Ausbruchslevel, was wir hier haben, ist
ist jetzt natürlich, als es früher der Widerstand gewesen war, nach dem Überschreiten zu einer Unterstützung geworden. Das heißt, dieser Bereich um die 1,91550, das hier grob, dieser Bereich ist ein Support. Dahin könnte sich ohne weiteres die Korrektur erst einmal ausdehnen. Das heißt, wenn sie sich ausdehnt, würde ich dort mal genau hinschauen, ob wir dort eventuell wieder Nachfragezuwachs kommen und die Kurse doch nach oben gehen. Ansonsten Anlauflevel hier unten drunter, natürlich das aktuelle Zwischentief des Aufwärtstrends in der Stunde hier, die Marke ganz knapp. Jetzt muss ich hier mal ganz kurz einschalten, dass die Linie im Vordergrund ist, damit wir die Preise sehen. Das heißt hier die Marke von knapp 1,909 hier zu sehen im Tageschart, aber besser zu sehen in der Stunde. Das heißt, das wäre dann tatsächlich der Bereich, den wir hier unten drinnen haben. Schaut mal hier schön der Schwungbereich. Das ist ein Korrekturlevel hier im Abwärtstrend, den wir hier drinnen haben. Auf der Stunde, machen wir kurz die Timeframes raus, dass so diese Marke um die 1,909, die ist definitiv relevant und das, was wir hier jetzt sehen, ist einfach ein korrektiver Trend nach unten und der kann sich natürlich ausdehnen zur Unterseite hin aus jetziger Sicht. Das heißt, wenn es jetzt nicht deutlich tiefer geht, haben wir hier oben drinnen das letzte Korrektur hoch. Das heißt, wenn wir dort wieder drüber streben, das wäre dann das Ende dieses kleinen Abwärtstrends und das wäre dann tatsächlich hier mit Blick auf das, was in der Stunde geschehen ist, eine Umkehr wieder mal am alten Unterstützungslevel hier, am alten Ausbruch in der Stunde. Und wenn es dort wirklich nach oben läuft, kommt dann wieder Stärke rein, dann haben wir ein Stärkezeichen und dann können wir uns relativ fix wieder hier zur Oberseite raufnehmen. Ansonsten, wenn es bricht, setzt sich hier der kleine Abwärtstrend nach unten fort und der nächste Anlaufbereich wäre mal hier erst einmal das Ausbruchslevel auf Tagesbasis. Also dort schaut dann die größere Zielgruppe hin, die Händler, die den Tageschart traden. Ansonsten, wer den Stundenchart hier mitnimmt, das Support-Level im Stundenchart haben wir dann eher um die 1,909. Das zum britischen Pfund. Australdollar. Bleiben wir bei den Briten, gehen zum Cable. Das heißt hier britisches Pfund US-Dollar. Haben wir hier an dieser Stelle und da sehen wir weiterhin, wie ich das auch gestern schon gesagt habe, den Abwärtstrend am Laufen. Das heißt hier, also den Abwärtstrend der Stunde, hier schön nach unten gerichtet. Von oben sehen wir auch weiterhin die fallenden Hochs und wir nähern uns so Stück für Stück dieses Unterstützungslevel hier um die 1,29,5. Hier sind wir schon mal aufgedutzt unten. Und das ist halt hier, wenn wir diesen Schwung nach unten mal betrachten, hier aus dieser Sicht, jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das hier reinkriege. Da ist es da. Hier, schaut mal, hier ging der Abwärtstrend nach unten. Hier hat sich untergeordnet ein Aufwärtstrend gebildet, ganz klar. Aber das letzte Korrekturhoch dieses Abwärtstrends hier, das haben wir erst halt hier oben liegen bei 1,32,1,23 und das kleine bisschen, was wir hier gesehen haben, ist ein kleiner Gegentrend gewesen, weil die Range breit genug gewesen ist und jetzt streben wir halt wieder schön nach unten. Das heißt, die aktuelle Sache, die wir hier im Stundentrend sehen, ist ein Abwärtstrend und dieser Abwärtstrend läuft in Richtung dieses leichten Abwärtstrends auf Tagesbasis und das ist das, was wir hier sozusagen zur Nutzung mitnehmen können und klassische Sicherheit, dass es wirklich richtig runtergeht, haben wir dann, wenn wir hier die 1,29,540 unterschreiten. So, jetzt gucken wir uns nochmal kurz den Blick hier in die Stunde an und das Ganze hier an dieser Stelle natürlich mit Blick hier oben rein. Wir sehen es, der Abwärtstrend ist weiter am Laufen. Er setzt sich schön nach unten fort und da gibt es momentan auch noch keine Entwarnung. Das heißt, wir bleiben momentan definitiv auch abwärts gerichtet. Wenn wir uns diesen kleinen Trend hier mal anschauen, jetzt mache ich es doch mal ganz kurz rein. Wir sehen es an dieser Stelle, hier war mal ein kleines Zwischenhoch, aber wenn wir mal den gesamten Trendverlauf hier sehen, der ist hier immer etwas unsicher, beziehungsweise etwas unschön, weil wir hier nochmal einen Spike reinbekommen haben, der das Hoch rausgenommen hat und dann trendet es richtig runter und das, was hier relevant ist, ist dann sozusagen das, was wir hier gesehen haben. Ich skizziere das mal ganz kurz ein mit einer roten Linie, dass wir das ein bisschen mal als Trend vorgesehen und die wichtigen Marker hier mit raussuchen können. Das sind natürlich Schwungbereiche, die wir sehen und da sehen wir es hier, ist es oben reingelaufen, dann ging es runter hier, ganz runter, da hat sich dieser Trend fortgesetzt, dann gab es hier eine kurze korrektive Phase, ja, das ist halt auch wichtig, dass man sowas als Händler sieht und die Trenderkennung sich nicht blind auf den PC verlässt, sondern das Ganze auch mit richtig lesen kann. So, dann ging es jetzt hier mit Schmackes nach unten, das Ganze eigentlich zu sehen als Durchzug, aber wir haben hier in dieser starken Abverkauf noch einen kurzen Rückwärtsschwung gesehen und dann ging es hier hoch und deswegen ist das Level
hier diese Marke erst einmal als kleine Zwischenmarke sehr, sehr wichtig. Wenn wir dort aus definitiv drüber laufen, dann haben wir erst einmal hier ein Level rausgenommen, was diesen Abwärtstrend betrifft. Das heißt, hier an dieser Stelle ist dieser Abwärtstrend, den ich jetzt hier skizziert habe, dort rausgenommen, wenn wir hier drüber laufen. Und dann geht es schon nach oben und dann haben wir die nächsten Level auch mit darlegen. Und das muss jetzt halt rausgenommen werden, dass wir definitiv nach oben laufen. Passiert das nicht? Gehen wir wirklich wieder hier unten aufs Tief, knapp 1,2975, was hier unten das Low ist. Und wenn wir das dann unterschreiten, wie schon gesagt, dann sehen wir es weiter nach unten laufen. Dann haben wir hier noch einen größeren Anlaufpunkt und dann stehen wir schon wieder hier in Richtung Low. Da müssen wir uns am Tageschart orientieren. Dann stehen wir nämlich hier unten an dieser Stelle. Dann setzt sich das Ganze fort und dann kommt die Marke von 1,29 ins Licht. Also momentan alles weiterhin ausgerichtet auf die fallenden Kurse im US-Dollar, britischen Pfund. Und damit gehen wir hier noch auf den Euro-japanischen Yen ein. Auch das hier in den Charts. Und da sehen wir weiterhin den Markt im Supportbereich stehen. Das heißt, so richtig lösen kann er sich noch nicht. Ich zoome das Bild mal ganz kurz etwas weiter zusammen. Wir haben ja hier die Situation von oben her kam Druck. Hier ist ein Widerstandsbereich drin um die 1,225. 122,5 so rum und wir stehen hier momentan in einem wichtigen Supportbereich, wo der Markt nicht so richtig vom Fleck kommt. Das heißt, hier muss man erstmal eine Entscheidung getroffen werden, wie es weitergeht. Prallt der Markt hier tatsächlich ab, dann könnten wir durchaus nach oben reingehen. Ansonsten, wir sehen es hier, dieser Aufwärtstrend ist gebrochen und wenn wir uns mal den Wochentrend anschauen, der läuft definitiv nach unten. Und der Ausbruch hier durch die Unterseite dieses Aufwärtstrends war halt ein Initialsignal dafür, dass der Markt jetzt wieder Richtung der alten Tiefs fallen kann. Und hier hängt der Markt jetzt halt drin. Das heißt, das ist jetzt latent so ein bisschen ein Zeichen von, naja, weder Stärke noch Schwäche. Er wartet halt auf irgendwas ab. Und wie schon gesagt, wenn wir hier deutlich drunter brechen, wäre das die Bestätigung des Bruchs nach unten hin. Dann haben wir die Anlaufpunkte auf der Unterseite planbar. Kommt zu einem Abprall, dann wieder möglicherweise Test dieser Linie hier oben, dieser Abwärtstrendlinie und noch ein Stückchen höher. Aber da müssen wir in meinen Augen erstmal abwarten, wie sich der Markt hier unten entscheidet. Weil das, was hier in den letzten paar Tagen passiert ist, ist ja quasi nichts. Das ist absoluter Stillstand in diesem Bereich. Das zum Euro-japanischen Yen. Damit sind wir durch für heute. Es ist 9 Uhr. Allen gute Trades. Handel geht jetzt los. Danke für die Zeit, wie immer an dieser Stelle. Und ich sage danke. Bis morgen 8.30 Uhr. Da gibt es die nächsten Live-Charts. Denkt dran, heute Mittag 15 Uhr deutscher Zeit gibt es das Webinar mit dem Stereo-Trader und den Strategien. Und ansonsten, wie schon gesagt, morgen 8.30 Uhr Block gibt es vorher. Dahin alles, eine gute Zeit und bis morgen. Tschüss.